Wir müssen dringend digitaler werden, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Malte und wisst ihr was? Ich finde diese ganze Debatte um Klimaschutz hier in Deutschland mittlerweile echt schlimm, weil wisst ihr, warum das so ist? Das sage ich euch ganz einfach. Wir haben alles Handwerkszeug der gesamten Welt schon hier bei uns. Wir müssen es nur für Klimaschutz nutzen, liebe Leute. Finde ich extrem wichtig, dieses Thema, und deswegen möchte ich darüber heute hier auf Traumfänger Podcast mit euch darüber sprechen. Und ihr seid an der Stelle natürlich herzlich eingeladen, eure Meinung zu diesem wichtigen Thema auch in die Kommentare zu schreiben. Es ist noch gar nicht so lange her, und da steigen wir jetzt direkt mal in das Thema ein. Da gab es hier in meiner Region den Glasfaserausbau. Und was soll ich sagen? Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin sehr glücklich damit. Ja, 1 Gigabit hier für YouTube hoch und runter. Das ist natürlich geil für einen Ein-Personen-Haushalt. Alles schön und gut. Das ist mein persönlicher Spaß. Aber wir nutzen das gar nicht richtig. Ich kriege tatsächlich immer noch Post zugeschickt auf Papier. Und da frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Ich finde, das ist wirklich eine Katastrophe. Alleine, wenn man mal das Aufgebot an Papier, das wir brauchen und das alles andere als umweltschonend hergestellt wurde, reduzieren, indem wir einfach E-Mails schicken, ich glaube, da würden wir in Deutschland schon unsere Klimaziele definitiv erreicht haben. Oder was meint ihr? Ich muss euch jetzt nicht den Vorteil von E-Mails gegenüber Post auf Papier irgendwie erläutern. Ja, eine E-Mail ist sofort da, es nervt nicht, ich muss es nicht wegwerfen. Aber ich habe mir einfach mal so überlegt, was ich so in den letzten 13 Jahren tatsächlich an Post bekommen habe, die ich aus meinem Briefkasten genommen habe und in den Müll geschmissen habe, sofort. Es ist doch absurd, oder? Es ist doch echt affig, was da passiert. Da wird dieses Papier verschwendet, von A nach B gekarrt, mit großen Transportern in meinen Briefkasten geworfen und anschließend werfe ich es direkt wieder in den Müll. Freunde, das ist scheiße und ich finde, da müssen wir endlich verdammt nochmal hier in Deutschland daran arbeiten, dass diese verflixten Papierbriefe abgeschafft werden. Weg damit, brauchen wir nicht mehr. Klimaschutz. Sofort ist der Klimaschutz da. Und ich will euch mal eine Geschichte verraten. Kein einziger Mensch hier in Deutschland wird dadurch arbeitslos werden. Bei dem Aufkommen an Amazon Prime-Paketen, die mittlerweile verschickt werden. Auch nochmal so ein Punkt, ne? Wie viele Menschen gibt es da draußen, die das scheiße finden? Die lieber zu Galeria Kaufhof rennen würden, in diese Mega-Konsumtempel, um da ihren Krams zu holen? Finde ich unmöglich, ja? Auch das ist wieder so ein Punkt. Jeder gurkt da mit seinem Auto hin in die Innenstädte der Welt, ja, weil Bus und Bahn läuft ja immer noch nicht richtig. Kaufen sich da ihren Krempel, fahren wieder nach Hause und verdammen dann solche Organisationen wie Amazon. Warum eigentlich? Effektiver geht's doch gar nicht, Freunde. Wenn ein Auto rumfährt und euch die Pakete bringt, anstatt wenn 200 Autos rumfahren, um überall einzeln ein Paket hinzubringen. Auch das ist doch Klimaschutz, oder? Machen wir uns doch nichts vor. Also das finde ich ist einfach super wichtig, was da passiert. Das ist eine Entwicklung, die müssen wir weiter verfolgen. Apropos Auto. Ist ja auch nochmal so ein Ding. Alleine durch diese ganze Online-Bestellerei minimiert sich das doch schon. Also das ist doch halt auch so ein Punkt. Allein dadurch findet doch weniger Verkehr auf den Straßen statt, weil nicht jeder durch die Gegend gurken muss deswegen. Also das ist halt so ein Punkt, das finde ich super wichtig. Und jetzt gibt es ja da draußen unfassbar viele Menschen, die immer der Meinung sind, ja, was machen die Alten und Kranken und bla bla bla. Also erstmal möchte ich an der Stelle mal eine Lanze für Alte und Kranke brechen. Ja, das sind keine Menschen, die irgendwie entmündigt werden. Jedenfalls die meisten nicht. Und Freunde, die Welt dreht sich weiter. Ja, ich habe kein Internet, ich habe kein Telefon. Ja, ich würde mich mal darum kümmern, diese Dinge zu haben. Also, wir leben jetzt im Jahr 2023. Ich meine, als ich damals zur Schule gegangen bin, da kann ich mich noch dran erinnern, das, ja, 2001, 2002, 2003, Realschule, mein Gott, ja, da hatte noch nicht mal jeder eine E-Mail-Adresse, alles schön und gut. Aber wisst ihr, es gibt doch so bestimmte Dinge, wo man sagt, hey, ich bin erwachsen, das gehört zum Leben dazu. Eine eigene Wohnung, ja, vielleicht ein Auto oder irgendwas, womit ich mich fortbewege, ein Kühlschrank, der voll ist, ein Job. Also wir haben doch bestimmte Dinge, die das Leben mittlerweile voraussetzen. So, wo es gar keine Diskussion darüber gibt, ob ich das habe oder nicht. Gut, mit einem Auto kann man sich streiten, alles klar, je nachdem, wo man wohnt, bla bla bla. Aber eine E-Mail-Adresse, ein Internetanschluss, ja, um damit umgehen zu können, vernünftig, außerhalb von irgendwelchen Apps, das ist was, was ich mittlerweile voraussetze. Es ist so einfach geworden, das muss man sich doch mal vor Augen halten, ja. Wenn ich mir das damals mal angeguckt habe, Ende 90er, Anfang 2000er, wie kompliziert und scheiße es war, einen Computer selber zusammenzubauen. Das war scheiße. Also da musstest du schon Ahnung haben.
Heute ist es so simpel. Klar, das kann ich aus einer Perspektive sagen von jemandem, der zig Computer gebaut hat. Ja, ich kann euch aber trotzdem sagen, dass es noch nie so einfach wie heute war, einen Computer zusammenzubauen. Und das ist halt auch so das Ding. 21. Jahrhundert, mein Gott, es gibt YouTube, ja, es gibt Videos, die euch zeigen, wie ihr alles macht. Man sollte nicht alles machen, aber es gibt Videos, die zeigen euch, wie man Dinge macht. Und deswegen lasse ich das auch nicht mehr gelten, wenn Leute sagen, ich weiß nicht, wie dies und das geht und bla bla bla. Mich ärgert das, mich macht das doch echt aggressiv. Es gibt so viele Leute, die mir jeden Tag erzählen wollen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und dann ist das so, Punkt. Kümmert euch doch um die Sachen. Ich meine das doch gar nicht böse, ganz im Gegenteil, ja. Wir haben so gute Chancen hier in Deutschland, durch eine digitale Infrastruktur, die sich jetzt auch überall aufbaut, durch Glasfaser, wirklich CO2 einzusparen ohne Ende, ohne Gnade, ja. Die Welt kann so viel besser werden. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Die Chance geht vorbei. Es gibt Leute, die sitzen mit ihrem 20 Jahre alten PC irgendwo im Keller und sagen, das Internet ist so langsam. Naja, ne? Es ist doch wie mit allen Sachen. Und das ist halt auch so der Punkt. Auch mit Digital First, ja, digital zuerst. Man muss sich eben darum kümmern. Das ist so wie mit allen anderen Sachen auch da draußen. Man muss sich eben kümmern. Und wenn man sich halt nicht darum kümmert, gehen die Sachen kaputt. Man wird verarscht, man wird veräppelt. Aber das kommt doch nicht erst, seit wir das Internet haben. Alles im Leben birgt Chancen und Risiken. Ja? Da macht der digitale Kosmos überhaupt gar keine Ausnahme. Überhaupt nicht. Aber die Risiken sind auch nicht größer, als nachts über die Ampel in Hannover zu gehen, während Besoffene versuchen, mit ihrem Auto darüber zu fahren. Es ist halt einfach so. Man muss sich um Dinge informieren und ich glaube, das ist das, was Leuten einfach schwerfällt. Und das kann ich irgendwo nicht nachvollziehen, weil ich bin so jemand, der gerne mit einem offenen Auge durch die Welt geht, gerne Dinge lernt, ja, sich Sachen von anderen abguckt, schaut, was kann ich daraus machen, ja, der versucht positiv das zu sehen. Und es gibt immer noch so viele Leute, die boykottieren das, die haben da keinen Bock drauf, ja, packen sich aber ihre Solarzellen aufs Dach und denken, das ist dann irgendwie ihr Beitrag dazu gewesen. Das ist halt ein bisschen wenig. Da wünsche ich mir einfach deutlich mehr von jedem von uns. Und da kann die Bundesregierung auch nichts machen, ja. Da muss jeder von uns jetzt einfach mal selber gucken. Und wir haben doch jetzt die Chance. Warum benutzen wir die nicht? Warum kriege ich immer noch diese Scheißpost? Ich sage wirklich jedem, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Ich möchte nicht diese Post immer in meinem Briefkasten haben. Es ist echt unmöglich. Aha. Es ist fürchterlich, wenn man sich das wirklich überlegt. Es wird irgendwo gedruckt, es wird zur Post gebracht, von A nach B gekarrt. Ich hole es aus dem Briefkasten, gucke einmal, ob es Werbung ist, schmeiße es weg und es kommt in die Tonne. Was ist das denn? Das ist alles außer Umweltschutz, Leute. Und es ist so einfach, wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock auf Umweltschutz, ich will damit nichts zu tun haben, bla 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 bla, dann seht doch zu, dass ihr solche Sachen zumindest nicht mehr per Post bekommt. Da hat jeder gewonnen. Und es ist echt krass, dass wir uns immer noch auf so einen Mist verlassen. Wirklich. Gerade in diesen Zeiten. Da gibt es einfach mehr. Und diese Angst davor, irgendwas im Internet zu machen, das lasse ich echt nicht mehr gelten. Es ist 2023. Heute ist der beste Tag dafür, um sich über Risiken und Nebenwirkungen und Chancen im Internet zu informieren. Und wenn ihr keinen Bock auf YouTube und Google habt, dann sucht euch andere Portale. Vielleicht nicht gerade Telegram oder irgendwie sowas, aber es gibt wirklich genug Gedöns, das euch wirklich gnadenlos aufklärt. Und dann müsst ihr das selber entscheiden. Aber die Zeit, die jetzt angebrochen ist, die müssen wir jetzt mitnehmen. Das ist unsere Chance und nichts anderes. Lasst euch da nichts einreden. Das Thema ist mir wirklich super wichtig und ich habe es damals auch schon gesehen und heute sind wir wirklich an so einem Punkt, wo wir es realisieren können und es frustriert mich einfach, dass es nicht an virtuellen Welten an sich liegt, sondern wirklich an den Nutzern, die diese Chance nicht sehen und diese Chance auch nicht ergreifen. Ja, das an der Stelle dazu. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt an diesem Video, freue mich an der Stelle über eure Kommentare, die sind ja wieder offen seit einiger Zeit auf dem Kanal. In dem Sinn, tschüss und bis zum nächsten Mal dann.